Guten Morgen, meine lieben Balkongärtner. Ich bin's wieder, der Christian aus Balkonien, und ich wollte euch mal wirklich was ganz Besonderes zeigen. Ich habe gestern hier ganz normal morgens früh meine Tomaten gegossen. Hier bei diesem Zopf seht ihr, die Erde ist hier schon richtig trocken. Bei diesem hier ist sie auch trocken. Und dann habe ich hier die nächsten drei Stück. Vielleicht sieht man das im Bild. In der Mitte sieht man hier schon, wie es feucht ist, oder? Und ja, da gibt es natürlich einen Grund für. Genau bei diesen drei Töpfen hier habe ich eben Schafwolle als Dünger verwendet. Aber Schafwolle hat auch den zusätzlichen Nutzen, dass die Feuchtigkeit gespeichert wird. Und ja, die Pflanze nicht so schnell austrocknet, beziehungsweise die Wurzeln. Und daher empfehle ich euch wirklich, Schafswolldünger auch in die Erde unterzumischen beim Umtopfen. Das ist jetzt mal mein neuer Tipp für euch. Und ja, das könnt ihr ja dann selbst ausprobieren. Den Link für die Schafswolle gibt's unter dem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Balkonien. Ciao.